So. Nachladen. Oh, nee, 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 nee. Nachladen. Nachladen. Bonus Muni. Oh, hier. Rest Rüstung. Nachladen. Hey, Bella. Oh, Muni, Waffen. Wir haben Greed. Uns geht die Munition aus und wir werfen gleich Steine. Schon gut, Bell. Wir gehen ihr zusammen nach. Wir lassen niemanden zurück. Wir wurden getrennt. Sie war bei den Treibstoffzellen und ich bin in den Verschlag gerannt. Sie werden zuerst versuchen, sie einzuhalten. Wir haben Zeit. Woher weißt du das? Peace. Gehen wir. Heide Witzka. Das Waffenfeedback ist nicht so toll. Das hatte ich glaube ich schon mal im ersten Stream gesagt. So, wo müssen wir jetzt lang? Hä? Wo ist sie denn? Wir haben Gesellschaft! Hä, wo kam sie denn her? Wo ist die andere jetzt? Da. Kommunikationsturm. Okay, da müssen wir hin. Kein Marine bleibt zurück. Das wissen Sie doch. Auf zum Punkt, Tom. Ich bin fast draufgegangen. Schützen Sie Reed, während der OOCD-Verbindung herstellt. Ich hoffe, du hast doch genug Muni, gell? Doch niemand, oder? Sichtkontakt! Wo? Gebt Reed Deckung! Kontrolliert der Schüsse! Nachladen. Sind das viele Kabel?
Oh, keine Wirkung im Ziel. Keine Wirkung im Ziel. Nachladen, nachladen, nachladen. Wo ist er? Hinter dir, hinter dir. Oh, keine Munition, Digga. Hast du mal einen Gurt oder sowas? Hä? Ja, genau. Da. So. Hä, was ist mit dir nicht richtig? Bug. Leicht buggy. Witzig nur. Nur 40 Schuss, gib mir noch ein bisschen mehr. Ist hier hinten noch was? Eine Rüstung. Ja, die nehme ich. Was ist hiermit? Nee, will er nicht. 28 Schuss. Hier ist eine Bar. Komm, lass uns noch einen trinken. Da oben. Ich brauche keine Rüstung, ich brauche Munition. Hier liegt aber auch nirgendwo mehr was. Immer noch kein Zeichen von Bella oder Reed. Weiter, Babyface. Okay, aber kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Oh, Munition. In der Hand habe. Da geht's noch hoch, warte. Da wäre noch eine Rüstung. Sammeln da vorne, okay. So. Knallhart, was? Ein illegaler Bypass des Funkturms mit meinen eigenen Händen. Alles okay? Ja. Aber wenn das nochmal geschieht, erschießen Sie mich. Das ist ein Befehl. Ich erwarte das Gleiche. Wenn es soweit ist, erschießen Sie mich. Niemand erschießt hier irgendwen. Ich wollte es gerade sagen. Hier unten ist lauter Zoll von Raynard. Irgendwie müssten wir das Ding aus dir rausschneiden können. Ich spüre, wie es sich in mir bewegt. Aufgepasst. Seht auf euer Radar. Lara in der Nähe!
Alter, ich sehe gar nichts. Ha! Schon wieder, du dreckiges Ding. Wo? Das ist der Große, das ist der Große. Wo ist denn da der Kontakt? Wo sind meine Leute? O'Neill, wo bist denn du? Wo bist du? O'Neill, wo bist denn du eigentlich? Version 1, 2? Das gibt's doch nicht. Lagebericht! Hallo, okay? Roger, alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Moment, wo ist O'Neill? Was ist mit ihm passiert? Oh Gott, sein Signal folgt dem Ding. Haben wir alle genug Munition? Dann hinterher. Stopp, stopp! Wenn wir O'Neill folgen, können wir alle sterben. Das ist nicht Ihr Ernst. Denken Sie darüber nach, Bella. Es ist zu riskant. Als ranghöchster Officer habe ich das Sagen. Das Sagen? Nur wegen ihm haben wir sie gefunden. Reed, wir gehen, ob Sie mitkommen oder nicht. Kein Marine bleibt zurück. Verklagen Sie uns, wenn Sie wollen. Los, Leute. Wenn wir draufgehen, ist es Ihre Schuld. Dann los. Hurra. Gehen wir. In Bereitschaft! Verdammte Scheiße! Ja, ich frag mich, wie O'Neill jetzt hier rausgekommen ist. Niemand hält sie davon ab, zurückzugehen. Aufgepasst! Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen! Konzentration! Weiter draufhalten! Das ist der Große, ne? Wuhu! Alter! Nee. Bitte was? One-Hit-Kill? Da muss ich jetzt erstmal einen Schluck nehmen hier. Alle Mann in Bereitschaft! Verdammte Scheiße! Wir hätten im Hangar bleiben sollen. Niemand hält sie davon ab, zurückzugehen. Aufgepasst! Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Konzentration! Weiter draufhalten! Verdammte Scheiße! Verstanden! Alle zurückziehen! Das will ich nicht nochmal erleben. Da ist noch einer, da ist noch einer. Da sind noch zwei. Links, 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 links. Und, hast du verstanden? Scheiße, wir kommen nicht weiter. Oh, Gott sei Dank. Verdammt. Okay, wir müssen zum Tor laufen. Ernsthaft? Wir wissen nicht mal, ob er noch lebt. Alle mir nach. Verstanden? Er kommt! Weiter! Schießen macht den nur wütend! Lauft!
Ja, genau. Du läufst an den anderen beiden vorbei, nur um auf mich zu kommen. Das ist... Okay. So, kurz gucken. Da müssen wir hin. Der wartet doch da schon. Da gibt's ja links und rechts der Schelle, Digga. Aber ich bin gleich im Eimer. War denn nochmal die... Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wie war nochmal die Steuerung vom Power-Loader? Jetzt weiß ich nicht mehr. Wir haben den erst einmal genutzt. Kugeln haben keine Wirkung. Aber 1000 Kilo Warte mal, das war nicht gut. Ah, ich bin wieder tot. Haben wir es geschafft? Nein. Ich bin ausgestiegen. So, ich gucke jetzt gleich nochmal nach der Steuerung in diesem Powerloader. So, haben wir gleich. Einstellungen, was ist das, gell? Steuerung. Yeah. Ja. Ja, Hocke, das ist klar. Marine Controller, Xeno Controller, Marine Tastatur. Gucken wir doch mal hier rein. Sekundärwaffeninventar, Bewegungssensor, ja. Taktische Waffe. Taschenlampe ein aus. Sprint, laufen, springen, Hocke. Provozieren mit U, okay. Statistik. Chat-Team. Ah, warte, das ist nicht Tastatur. Ich muss Maus gucken, ne? Tastatur. Mausglättung. Haben keine
Wirkung. Aber 1000 Kilometer nicht weit. Wo ist er denn? Da. Ich sterbe jetzt gleich nochmal. Ha, rausgeglitscht. Ah ja. Ich muss vielleicht doch mal so ein paar Trockenübungen machen. Kugeln haben keine Wirkung. Aber 1000 Kilometer sind vielleicht schon. Was ist er denn? Ah, das wird nichts. Schon wieder. Jetzt hau ich nochmal weg. Aber auch gar nichts so wirklich. Oh, wo glitscht denn der immer hin? Halt mal still. Leute, kümmert euch doch mal bitte um diese bescheuerten kleinen Biester. Das ist so anstrengend, dass die NPCs nicht mitarbeiten, vernünftig. Jetzt habe ich den Dreh ungefähr raus. So ein bisschen. Kugeln haben keine Wirkung. Aber 1000 Kilometer ist vielleicht schon. Thank you.
Ach Leute, jetzt kümmert euch doch mal um diesen Es ist so eine Scheiße, ist das. Nimm doch das erste Hilfeding. Das darf nicht wahr sein. Ah, Gott sei Dank, jetzt haben wir's. Schön, dass Sie noch heil sind, O'Neill. Wie bitte? Sie wollten ihn sterben lassen. Bell, was redest du da? Wir waren geteilter Meinung. Sie wollte Befehle geben und dich zurücklassen. Beruhigt euch alle. Ich hatte Angst. Ich bin nur Pilotin, aber als Lieutenant musste ich eine Entscheidung treffen. Kein Marine bleibt zurück. Da zählt kein Rang. Können wir das verschieben? Bella, wir können nicht mehrere Leben riskieren, um eins zu retten. Wir wissen, was sie durchmachen. Aber wir können niemandem vertrauen, der in ein paar Stunden stirbt. Wie können sie es wagen? Eigentlich wollte ich die letzte Kugel für mich selbst. Wow! Schon gut, schon gut. Wir sind okay. Bella, nimm die Waffe runter. Nimm sie runter! Sie haben gerade eine Waffe auf einen Vorgesetzten gerichtet. Vorhin hieß es noch, Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen, wenn es das so reicht. Ist. Lass! Gehen wir zurück zur Zentrale! Hat zum Punkt. Ihr beiden! Hat zum Punkt. So, Leco Actual, hier ist 3-3. Wir haben ein paar Marines gefunden und den Funkturm zum Laufen gebracht. Sind auf dem Rückweg. Wir sind ganz schön mitgenommen. Ja? Es sind außergewöhnliche Umstände. Ich habe seit gestern 300 meiner Leute verloren. Also glauben Sie mir, ich kann das nachfühlen. Reed, Bella, lassen Sie den Unsinn und machen Sie einfach weiter. Bitte um Erlaubnis. Schnauze. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und das wissen Sie. Basta. Sie beide, vorne und Mitte. Die zwei wollen also mein Ja-Wort zu dieser Kamikaze-Mission ins Herz von Weyland-Yutani. Um dieses Ding aus ihrem Brustkorb zu holen. Es fehlen ohnehin schon zu viele Kräfte bei all den vermissten Marines. Sir, wenn Sie nur zuhören... Autorisiert. Unter einer Bedingung. Sir? Dort gibt es ein Register über das gesamte Personal. Bringt es mir und ihr könnt es tun. Ja, Sir. Danke, Sir. Da sind ein paar Kettenfahrzeuge von Hadley. Nehmt eins und kommt lebendig zurück. Ihr alle. Bitte um Erlaubnis, an der Mission teilzunehmen, Sir. Nein. Ich möchte mit. Und ich brauche eine lebendige Pilotin, um hunderte von Marines von diesem Planeten zu bekommen. Darüber diskutieren wir nicht. Sie sind uns nichts schuldig. Bringen Sie bloß alle hier raus, damit wir Weyu vernichten können. Bleiben Sie einfach aus dem Weg. Sprach der Rabe.